Hi und herzlich willkommen bei Moody Frog. So, heute möchte ich mit euch zusammen Tulpen nähen für die Vase. Die sehen dann so aus. Für diese Tulpen benötigt ihr einmal solche Stöcke. Die habe ich mir am Baumarkt gekauft. Ich denke mal, im Bastelshop wird es die auch geben. Die habe ich mir dann auf eine Länge von 23 cm zugeschnitten. Also die könnt ihr euch schneiden, wie ihr das gerne haben wollt, wie hoch die Tulpen sein sollen. Ja, das ist dann euch überlassen. Dann benötigen wir Stoff einmal für die Blüten und einmal für die Blätter. Und zwar habe ich mir zwei Schablonen gemacht und die verlinke ich euch auch in meiner Infobox. Dann braucht ihr die nur noch ausschneiden. Dann werden die Schablonen auf den Stoff gelegt. Der Stoff wird doppelt gelegt und zwar rechts auf rechts, also schöne Seite auf schöne Seite. Dann legt ihr die Schablone auf, malt einmal um die Schablone rum und dann wird einfach mit der Nähmaschine einmal hier auf der angezeichneten Linie genäht. Also einmal hier so rum. Dieses hier wird nicht genäht, das bleibt offen. So, und dann kommen wir zu dieser Blüte. Da brauchen wir ein Stück Stoff 15 mal 8 cm. Und zwar falten wir uns den Stoff unten einmal nach oben und zwar an der nicht so schönen Seite. Ich habe jetzt einen Uni-Stoff, da sieht man das nicht so gut. Also die nicht so schöne Seite faltet ihr ungefähr so 0,7 cm den Stoff nach oben. Faltet dann also den Stoff einmal schöne Seite auf schöne Seite. So, und wir stecken uns das jetzt hier an der Seite einmal fest. Also, dann haben wir die so. Und für die, ups, und für die Blätter hier an der Seite, also hier habe ich sie in dunkelgrün und hier habe ich sie hellgrün mit Punkten. Also da könnt ihr euch die auch dann machen, wie ihr das gerne möchtet. Habe ich jetzt zwei Stoffe mir ausgeschnitten und habe dann auch hier die Schablone aufgelegt. Habe um die Schablone drumherum gemalt. Und auf der Markierung wird gleich auch direkt genäht. Nur hier unten nicht. Diese beiden werden nicht genäht. Das bleibt offen. Und zwar werden die Stoffe hier auch schöne Seite auf schöne Seite gelegt. So, und zuallererst zeige ich euch jetzt, wie man diese Tulpe hier macht. Die andere lege ich an die Seite. Das zeige ich euch dann später. Also jetzt nähen wir erstmal diese hier. Und zwar haben wir uns ja hier die Schablone aufgelegt und einmal drumherum gezeichnet. Und jetzt nähen wir genau auf der Markierung einmal die Blüte zusammen. Hier unten nicht. Dieses ist unsere Wendeöffnung. Hier wird nicht genäht. Das mache ich eben. Dann bin ich gleich wieder da. So, die beiden Stoffe habe ich jetzt an der Markierung direkt zusammengenäht. Und jetzt müssen wir direkt an der genähten Naht einmal entlang schneiden. Und hier unten natürlich auch. Die Wendeöffnung haben wir ja nicht mitgenäht. Und hier müssen wir darauf achten, dass wir so ungefähr 0,7 cm von der Naht überlassen, weil wir den Stoff nachher einmal nach innen klappen, beziehungsweise vorher einmal nach außen. So, ich habe jetzt hier fängt meine Naht an und hier habe ich jetzt dieses Stückchen freigelassen. Und jetzt nähe ich an der Naht den Stoff ab. So. Und diese Kante hier unten, die falten wir jetzt nach oben und bügeln uns den Stoff einmal hoch. So, und dann können wir die Blüte dann auch schon wenden. Und hier haben wir jetzt dann auch, das vereinfacht uns nachher den Stoff, den müssen wir raffen mit einem Faden. Und das vereinfacht uns das nachher, weil wir das jetzt schon vorher gebügelt haben. So, die
Ecken formen wir jetzt noch einmal gut aus, besonders in der Spitze. So, jetzt sind wir hiermit fertig und jetzt kommen wir zu dem Blatt. Und hier habe ich dann auch schon einmal mir mein Schnittmuster aufgelegt, habe einmal drumherum wieder gemalt. Und jetzt müssen wir genau hier wieder auf der Linie das Blatt zusammennähen, nähen die Stoffe. Die liegen auch schöne Seite auf schöne Seite. Das ist wichtig, weil wir den Stoff ja nachher wenden. Und hier unten wird nicht genäht, das ist die Wendeöffnung. So, und das mache ich eben, dann bin ich gleich wieder da. So, ich habe jetzt hier mir auch das Blatt einmal zusammengenäht. Und so, jetzt müssen wir genauso wie bei der Blüte einmal an der genähten Naht entlang schneiden und hier unten wieder so ungefähr 0,7 cm an der Wendeöffnung entlang schneiden, also den Stoff dann abschneiden. Also hier wäre die Wendeöffnung und hier lassen wir dann ungefähr 0,7 cm. So. Und auch hier falten wir den Stoff dann einmal nach oben und bügeln uns die Faltung. So, und dann können wir das Blatt auch wenden. So, und auch hier formen wir dann das Blatt gut aus. Wir achten hier auch wieder, dass wir oben in der Spitze nicht durchstoßen. So, so und jetzt müssen wir das Blatt dann nur noch einmal bügeln. So, das Blatt ist jetzt schon fertig. So, für die Blüte brauchen wir jetzt Nadel und Faden und Füllwatte. Und zuallererst befüllen wir jetzt die Blüte mit Watte. Und hier den Stoff dann mit Nadel und Faden raffen. So, hier sieht man dann auch schon die Form von der Tulpe. So, und jetzt legen wir das mal ganz kurz an die Seite und jetzt nehmen wir uns unseren Holzstab. Ich habe mir jetzt einen Holzstock genommen, habe den mit grüner Acrylfarbe angemalt. Es gibt auch Klebebänder, die man umwickeln kann, aber ich finde es mit der Acrylfarbe einfach am einfachsten. So, jetzt als nächstes müssen wir den Stock, den wir haben, mit der Heißklebepistole müssen wir jetzt hier einmal ein bisschen Klebe anbringen. So, und den Stock, den stopfen wir jetzt ganz schnell hier in die Mitte und ziehen den Faden dann stramm. So, die Blüte wird jetzt hier unten dann zusammengezogen. Wir nähen hier uns unten noch einmal rum den Stoff noch einmal ein bisschen fest. Ich wickel den auch noch einmal ein bisschen. So. So, jetzt haben wir die Blüte schon fertig. Das sieht dann so aus. So, und jetzt müssen wir an den Stock einfach nur das Blatt positionieren. Also ihr könnt das, wenn ihr wollt, kleben, nähen, wie auch immer. Ich klebe mir jetzt das Blatt an den Stock. Ich bin da nicht so der Fan vom Kleben, aber ich habe jetzt mehrere Varianten ausprobiert und das Kleben ist hier einfach am einfachsten.
Und dann positioniert ihr euch ja auch noch die Tulpe, wo ihr sie dann hinhaben möchtet. Jetzt mache ich mir nur ein bisschen Kleber auf den Stoff. Und jetzt positioniere ich mir die Tulpe und klebe mir jetzt das Blatt einfach an den Stock. So, die erste Tulpe wäre dann damit fertig. Jetzt habe ich das Blatt natürlich zu tief gemacht. Wer möchte, kann das dann aber auch hier nähen. Das geht auch. Aber kleben geht am einfachsten. Und wenn man es in die Vase steckt, dann sieht man das auch gar nicht mehr. So, und jetzt kommen wir zu dieser Blüte. Und zwar hatten wir hier ja uns ein Stück Stoff ausgeschnitten mit den Maßen 15 mal 8 cm. Hier habe ich den Stoff ungefähr 0,7 cm nach oben gefalten auf der nicht so schönen Seite. Und wir falten uns den Stoff dann schöne Seite auf schöne Seite zusammen. Ich habe jetzt einen Unistoff. So, und jetzt nähen wir uns die Stoffe auf dieser Seite, den Stoff einmal auf dieser Seite kurz zusammen. Das mache ich eben und dann bin ich gleich wieder da. So, ich habe den Stoff jetzt einmal zusammengenäht und jetzt falten wir uns die genähte Naht mal auseinander. So, und dann bügeln wir sie einmal kurz. So, wir haben die Naht jetzt auseinandergebügelt und jetzt müssen wir die Blüte genauso wie bei der anderen Tulpe einmal raffen. Nur nicht hier die gefaltete Seite, sondern die, wo nicht gefaltet ist. Die wird jetzt einmal gerafft. So, dann ziehen wir die Blüte jetzt auch schon ein bisschen zusammen. Dann sieht das Ganze so aus, wie ein kleines Röckchen. Und jetzt schieben wir unseren Stab einmal hier durch. So dass ungefähr noch so 3 cm oder 2,5 oben herausgucken. So, und jetzt nähen wir die Blüte noch einmal ein bisschen fest, indem wir rundherum noch einmal so ein bisschen raffen. So, ich wickel den Faden jetzt auch ein paar Mal um den Stoff herum und vernähe den Faden jetzt dann auch. So, dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt müssen wir auf diese Faltung noch einmal, wie bei der anderen Blüte, Heißkleber geben. So, das machen wir einmal noch Heißkleber hier ran. So, und jetzt falten wir die Blüte nach oben oder ziehen sie nach oben. So, jetzt sieht das Ganze dann so aus. Also hier ist der Stängel dann drin. Und hier unten können wir jetzt die Blüte noch ein bisschen auseinanderziehen, bevor der Kleber ganz fest wird. So, und jetzt können wir die Blüte mit Füllwatte dann auch befüllen. So, die Blüte habe ich jetzt befüllt und jetzt müssen wir einmal die Blüte über die Mitte falten, also einfach so auf die gegenüberliegende Seite. Ups. So, wir falten uns jetzt den Stoff auf die gegenüberliegende Seite. Das müsst ihr so ziemlich mittig machen. Und dann vernähen wir
Deswegen gesagt, wir nähen die beiden Seiten dann einfach zusammen. So, zwei Stiche, das ist vollkommen ausreichend. So, dann sieht das so aus und jetzt drehen wir die Blüte. Und jetzt werden die gegenüberliegenden Seiten auch zusammengenäht. Und wir fangen jetzt auf einer Seite erst an, nähen dann hier unten durch die Mitte und nehmen uns dann die andere Seite. Das ziehen wir dann fest. Und jetzt nähen wir von der Seite den Stoff dann auch noch mal so zusammen. So. Jetzt können wir den Faden dann auch schon vernähen. So. Jetzt sieht die Blüte so aus. Und jetzt brauchen wir wieder nur das Blatt einmal an den Stängel kleben. So, jetzt habe ich das Blatt auch an den Stängel einmal geklebt, weil kleben ist auf jeden Fall besser wie nähen. Es hält auf jeden Fall besser, besonders wenn man dann die Tulpen zur Dekoration irgendwo hinsteckt. So, jetzt habe ich beide Tulpen fertig. So, ich hoffe, ich konnte euch helfen, wie man Tulpen näht für die Vase. Sollte noch jemand einen Wunsch haben, dann schreibt mir einfach einen Kommentar oder eine E-Mail. Vielleicht kann ich den Wunsch dann auch umsetzen. Hat euch mein Video gefallen? Abonniert doch meinen Kanal, drückt den Daumen nach oben und hinterlasst mir einen Kommentar. Und wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, dann drückt auch gleichzeitig noch die Glocke. Und ja, ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß beim Nachnähen.